So, jetzt sind wir bei Tamir auf dem Stand in neuen Volvo FH16, Globetrotter 750, 8x4, Town Truck und zwar ein 1:10 Scale Truck der Traktor-Serie. Hier ein Abschlepper, mal was ganz anderes, sieht ja voll cool aus, ist natürlich hier ein Prototyp, weil bestimmt alle Sachen, die wir hier jetzt sehen, nicht geliefert werden, zumindest nicht in der Serienausführung. Das muss man mit Sicherheit einen großen Teil als Tuning kaufen oder als Zubehör halt. Aber wir zeigen das mal, was wir hier auf der Messe gesehen haben in Nürnberg, was vorgestellt wurde von der Firma Tamir. Sieht schon schick aus, hinten die Seilwinden, beziehungsweise hier die Umlenkhebel, da die Seilrollen. Trittbretter hier, Rückleuchten, schick hier mit Tamir, dann hier die Ausleger hier unten, damit es sich abstützen kann, das Fahrzeug, damit es nicht umkippt. Hinten hier kann ein anderer transportiert werden, ist natürlich aus Plastik und schön mit Klipsen gemacht. Oh, wird nicht scharf. Ja, hier lässt sich alles öffnen, die Türen. Hier schön abgerundet. Ja, hier die Türen lassen sich öffnen und schließen. Hier die Steuereinheit dahinter. Spiegel. Die sollten eigentlich auch klappbar sein. Ja, so wie es aussieht. Dann hier vorbildmäßig der Auspuff. Signalleuchten obendrauf. Von hier nochmal von der anderen Seite. Hier ist er zusammengebaut. Tatü, tata, nein, hier die Hupe, die Lichter hier oben. Ja, alles Zubehör, zumindest Zubehör, wenn es leuchten soll. So, wie gesagt, stellen hier einen Prototyp aus, was jetzt wirklich wieder wirklich ausgeliefert wird. Das werden wir dann sehen, wenn dann das Fahrzeug offiziell vorgestellt wird. Beziehungsweise, wenn es dann in den Handel kommt. Preis habe ich auch noch nicht. Schöne Felgen hier. Trittbretter. Der Grill vom Volvo hier. So, was haben wir hier noch zu sehen? Hinten schön nochmal, wenn es hochgeklappt ist, das Ganze. Hier. So, die Ausleger, damit es nicht umfällt. Die Trittbretter. Hier seht ihr alles, wenn es nochmal zu ist, die Klappe. So. Und zwar, hier steht 8x4 als Antrieb. So, und hier gibt es ein bisschen Antriebselemente dazu oder beziehungsweise Elektronik, was es gibt. Schalter, hier die Mechanik beziehungsweise Elektrik, hier ich glaube für den Ausleger hinten. Naja, Stecker und Schalterkabel hier. Da habt ihr hier die Nummer dazu. Und dann gibt es hier noch ein paar Zubehörsachen dafür, für das Fahrzeug. Ob es Radmitnehmer sind, hier Antennenzubehör, Scheibchen und ähnliches. Yeah.
Ja, hier seht ihr nochmal hier zum Schluss die Mechanik hier für den Ausleger, den Rahmen dazu und ein Blick ins Innere des Fahrzeugs, soweit ich zumindest das hier sehen kann. Da hinten unten so ein kleines Stoßdämpferchen zu sehen. それ島にしたの。え、島？島にした。島ってどこの島？大島の隣、次というか。あ、なんか。